So, und ich habe vergessen, den Part anzukündigen, deswegen sage ich jetzt hier einfach mal hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Mario Kart 8. Wir sind diesmal mit dem orangenen Shy Guy unterwegs und ich glaube, nur der eine Mercedes hat verschiedene Farben. Von den anderen beiden Mercedes, also von diesem hier und von dem, keine Ahnung, Oldtimer oder was das ist. Ich kenne mich mit Autos nicht so aus, sieht aber ein bisschen wie ein Oldtimer aus, der andere. Die sind irgendwie immer silber. Aber der, den wir im ersten Part hatten, mit dem schwarzen Yoshi, den gibt es in verschiedenen Farben. Auf jeden Fall sehr schön zu wissen. Wir haben auf jeden Fall einen grünen Shy Guy dabei und einen blauen Shy Guy dabei und ich bin orangener Shy Guy. Also scheinen viele Leute schon beide DLCs vorbestellt zu haben. So, der hatte mir zu viele Items, die müssten weg. Ja, Pflanze, frisst die Feuerkugeln auf und spuckt sie dann selbst wieder aus. Kann sie leider nicht, wäre aber cool. Aber dann wäre die Pflanze, glaube ich, overpowered. Die ist jetzt ja schon eine der besseren Items dieses Spiels. Bringt ihr ein Turbo ungefähr wie ein Stern und haut die Gegner halt auch in größerer Reichweite weg und beseitigt die Items vor dir. Also ich finde sie besser als ein Stern. Ich glaube, sie macht dich sogar noch ein Stück schneller als ein Stern. Und man kriegt sie auf vorderen Positionen. Im Gegensatz zum Stern, der da relativ selten ist. Ich glaube, ich hätte mir den Pilz lieber behalten sollen. Der erste hat natürlich ein Schutz-Item hinter. Viele Gegner, verdammt, vollkommen verschwendet diese Hupe. Ich dachte, der Rote geht auf mich, deswegen wollte ich schnell noch zünden. Ich habe in dem Chaos hinter mir nicht gesehen, was da alles kam. Jetzt wäre eine Hupe doch viel interessanter, jetzt hier direkt nach den Turbostreifen mit dem Typen wegzuballern, obwohl der wird eh weggeballert. Der zweite Platz ist drin. Uah. Der zweite Platz ist durchaus möglich. Der erste eventuell auch noch. Man weiß nicht, was hier passieren wird. Nein, leider nicht. Aber dem zweiten bin ich zufrieden. Auch nett, dass der erste eine Krone hat. Auf der Map, wo ich jetzt, die ich jetzt das erste Mal sehe, weil ich bin jetzt einfach gewohnt, dass es keine Map mehr gibt. Und jedes Mal, wenn ich auf meine Zahl da unten gucke, auf meine Platzierung, denke ich mir, hör, was ist denn das? Vollkommen ungewohnt. Eine Map. So was Neumodisches. Eine Map, die man sehen kann. Wer kommt denn auf solche Ideen? Momentan studiere ich, aber erst wieder ab Oktober, deswegen habe ich momentan ein bisschen frei. Ja, in Niedersachsen sind noch Ferien. Ich glaube, bis zum 11. Ich studiere in Hannover. Informatik. Aber fange erst an. Deswegen kann ich davon noch nichts. Wir haben dich abgelehnt? Okay. Bei welchem Studienfach denn? Weil bei Informatik gab es keinen NC eigentlich. Zumindest wenn man sich rechtzeitig angemeldet. Achso, ja. Geschichte und Mathe, okay. Deswegen habe ich mich auf ein Studienfach beworben, für den man keinen NC braucht. Also Numerus Clausus für die Leute, die nicht wissen, was das bedeutet. Der Abischnitt. So. Verdammt, erstmal hier rein, den blöden Drecks-Treibsandstrudel. Natürlich nur eine Münze mitnehmen, mehr brauche ich auch gar nicht. Ich werde auch ohne Münzen Erster. Ich bin
bin immer noch der Meinung, dass einen diese komischen Strudel da nur verlangsamen. Und die Inseln auch. Deswegen fahre ich lieber den normalen Weg. Bin damit eigentlich relativ gut dran bis jetzt. Ah, man sieht auf der Map sogar, wenn die einen Stern gezündet haben. Die ist eigentlich recht cool gemacht. Man sieht sie nur halt erst ab jetzt. Und der Stern kommt gerade gefährlich nahe. Aber ich mag es, dass ich eine Krone auf habe. Der rote Panzer hat auch keinen Bock, mich zu verfolgen, alles klar. Der fährt lieber an mir vorbei, der hat auch keine Lust, die Tilly. Ein rotes Panzerleben ist aber auch sehr, sehr kurz. Ist fast vergleichbar mit einer Eintagsfliege, nur halt noch viel kürzer. Der wird abgeschossen und stirbt halt sofort danach. Ist eigentlich total traurig, die Lebensgeschichte eines roten Panzers. Und dieser hat sich ja dazu entschieden, mindestens noch eine Runde zu leben. Ist halt an mir vorbeigefahren. Der möchte mit seinem Leben noch etwas anfangen. Was? Die war neben mir. Warum habe ich die nicht getroffen? Ach, leckt mich doch alle. Keinen Fehler gemacht und trotzdem überholt, weil die hinter mir alle bessere Items kriegen. Also bei den Strudeln werden die mich überholen, weil ich da immer noch nicht genau weiß, was da der beste Weg ist. Ich fahre immer ganz außen rum und meistens werde ich dann hinten überholt. Wobei die anderen kennen wohl auch keinen besseren Weg. Dann ist gut. Ah, nein! Und jetzt verdrifte ich mich! Das gibt's nicht! Ach, komm schon! Ich sehe nichts! Ah! So eine Kacke! Nein! Ah, ja, dann halt zweiter. So. Ich hasse es. So unverdient, diese blöde Daisy. Das wäre mit meinem Bike nicht passiert. Das kenne ich zu gut, als dass ich mich da verdriftet hätte. So, Wolkenstraße hatten wir gerade. Yoshital hatten wir zwar auch erst von, aber für euch ist es schon ein paar Folgen her, deswegen können wir das ruhig mal wieder wählen. Ich weiß, wir haben jetzt sehr viele Parts mit Yoshi und Shy Guy, aber wir haben ja noch sehr viele Farben mit Yoshi und Shy Guy, deswegen möchte ich davon erstmal so viele wie möglich zeigen. Ja, teilweise waren die Numerus Clausus in Hannover in der Uni schon ziemlich, ziemlich hoch. Also, nicht die... Die Anforderungen waren ziemlich hoch, also der erforderliche Numerus Clausus war relativ niedrig. So, dass halt wirklich sehr viele, die ich kenne, sich auch auf eine Warteliste setzen mussten. Oder halt gleich woanders hingegangen sind. War wohl ein bisschen überfordert, die Uni, mit den Leuten, die daran wollten. Menschen. Ah, ich hasse Menschen. Ah, ich hasse Menschen in Videospielen. Erster Platz, dann kriegst du drei grüne Panzer reingedrückt. Hättest mir ruhig einen Pilz abgeben können, Yoshi. Hätte ich voll sozial gefunden und so. Einmal ist er da reingefahren. Und das gibt's nicht. Pilz, danke. Aber das hat das Spiel wohl nicht wirklich gesehen, als wenn der wirklich einen Pilz abgegeben hat, weil der hat selber einen eingesetzt und hat immer noch einen, obwohl er vorher nur zwei hatte. Danke, Online-Server, dass ihr das mal wieder nicht geschissen bekommt. Also ich merke überhaupt keinen Unterschied in den Online-Servern. Im Gegenteil, wahrscheinlich fahren das wegen dem Update jetzt so viele Leute, dass die Online-Server sogar noch mehr überlastet sind als vorher. Also eine Verbesserung ist da überhaupt nicht zu erkennen. Aber wir sind ja vorher auch mit klar gekommen. Und die Shy Guys, die ganzen bunten, scheinen nicht so gut klar zu kommen, wenn man auf die Map guckt. Die blauen und die grünen sind etwas abgeschlagen.
Und wehe, das gleiche passiert nochmal. Nee, es passiert nicht, weil ich den Beschleunigungsstreifen verpasse. Geh weg! Geht beide weg! Oh Gott, ich hasse Menschen. Vollkommen egal, dass mich jeder zweite Vollidiot hier abschießt und ich deswegen nur noch zwei Münzen habe. Bin trotzdem auf Platz 3 vorgefahren. Einfach weil ich es kann, ja. Ich kann es halt einfach. Ich brauche schon vernünftige Items oder Glück und so ein Kram. Wenn man sich doch fast mit seinem eigenen Roten treffen kann. Aber zweiter. Jawohl. Passt. Ich habe mich jetzt ein bisschen eingefahren wieder. Klappt wieder. Ich möchte jetzt gar nicht die Aufnahme irgendwann beenden, weil ich weiß, dass dann der nächste Part wieder unglaublich schlecht wird. Ist alles langweilig. Ja, ich wohne von der Uni auch ungefähr eine Stunde Zugfahrt entfernt. Also so mega nah dran wohne ich auch nicht. Sind halt dann täglich 2 Stunden Zugfahrt, aber dafür muss ich mir momentan keine Sorgen um Kosten für eine Wohnung machen. Na, okay. Na, wie gesagt, ich hatte halt die Wahl, ob ich nach Hannover dann direkt ziehe. Dafür habe ich halt eine kürzere Zugfahrt, aber dafür muss ich halt wesentlich Geld mehr investieren für eine eigene Wohnung. Und so habe ich halt die Möglichkeit, noch hier wohnen zu bleiben. Dafür die ersten paar Jahre zumindest. Was ist die ersten paar Jahre? Das erste 1-2 Jahre auf jeden Fall. Danach gucken wir dann mal. Und damit kann man halt die Zeit nutzen, ein bisschen Geld zusammenzusparen. Da mal zu schauen, wo man dann hingeht. Danke Online-Server, dass ich die Pflanze leider lieber zweimal über mich rüberschnappen haben lässt. Also manchmal mag man das ja auch, wenn die Server unglaublich schlecht sind. Deswegen die aktuelle Position von der Pflanze falsch anzeigen, weil eigentlich hätte die mich dreimal treffen müssen. Dafür trifft die mich dann. Und dann ist es auch egal gewesen, welche von den beiden Pflanzen mich trifft. Hätte mich die erste getroffen, wäre ich bei dem gar nicht so nah dran gewesen, dass der mich getroffen hätte. Ich habe den erwischt! Jetzt habe ich den nochmal erwischt. Jetzt kann er aber nicht einfach weiterfahren. Geht alle weg. Kein Bock auf euch. Mario, ich habe gerade noch gesagt, dass ich keinen Bock auf euch habe. Plötzlich überholst du mich. Jetzt kriege ich 3 Bananen. Ich hasse es. Ich bin Platz 4 und krieg 3 Bananen und Platz 3 kriegt verdammte 3 rote Panzer. Oh Gott, ich dachte, das Spiel wäre vorbei. Ich habe aufgehört, Gas zu geben. Ah, alle weg. So, sorry, musste sein. Jetzt haben die mich von der Bahn geschmissen. Ich hasse es, leichte Charaktere zu fahren. Oh Gott, warum muss der jetzt eine Pflanze kriegen? Oh Gott, warum muss da eine Banane liegen? Ah! Dieses Spiel. Okay,
Ja, natürlich. Der vor mir kriegt drei rote, ich krieg drei grüne. Und der hat noch einen roten. Der wird mich gleich abschießen, wenn ich ihn überhole. Überhole ich ihn am besten nicht. Ich habe mir jetzt mit Absicht nicht überholt, damit ihr Bescheid wisst. Toll. Eben noch erster oder dritter. So, Steinblockruinen. Hatten wir, glaube ich, noch nicht heute. Kann sein, weiß ich nicht genau. Sollte. Ich hoffe es. Beziehungsweise, selbst wenn wir heute schon hätten, dann ist das ja 3-4 Parts her. Dann geht das auch klar. Sagt. Wir haben bilden hier einen Regenbogen, wir Shy Guys. Das ist auch eine gute Sache. Ich glaube, ein blauer war auch noch dabei vorhin. Und da ist er mittlerweile rausgegangen, nachdem er zweimal letzter geworden ist. Hätte der noch davor sein müssen? Nee, scheint nicht mehr dabei zu sein. Ich weiß gar nicht, warum so viele Leute immer mit Roy spielen. Ich finde den unglaublich hässlich. Und so viele Leute fahren immer mit dem. So. So. Das geht mal bitte vorbei. Ich habe eine Blume. Blume regelt das schon. Vielen Dank. War sehr nett von euch. Jawohl. Habe zwar nur drei Münzen. Deswegen wird mich auch nie wieder überholen. Und mit. Ich hasse leichte Charaktere. Das kann nicht wahr sein. Der hat mich angetickt und ich fliege 3 Kilometer von der Strecke runter. So, stirbt da vorne. Ja, natürlich. Die Bombe explodiert in 3 Menschen drin und die Server sagen, nö, scheiß drauf, ich fahre einfach durch. Ah, fahr ich scheiße. Turbo bekommen. Ja, der 7. Platz ist jetzt hier nicht das, was wir an Anspruch haben sollten. Oh. Da kommt ein grüner Panzer von vorn. Danke für den 10. Platz, liebes Spiel. Kommentiere es, wie gesagt, einfach nicht mehr. Was für ein Pech kann man haben, dass immer der Typ hinter dir 3 rote Panzer kriegt. Oder zumindest einen. So, und so, und so, und so. Und hier rüber. Und dann einmal die Kurve drehen. Und dann der Goldpilz. Das könnte mich jetzt retten. Weil die Leute hinter mir alle auch Turbo-Items haben. Also ich habe keinen einzigen Platz gut gemacht. Wahrscheinlich wird mich jetzt gar gleich noch einer überholen. Toll, nochmal 2 Pilze. Bringt mir jetzt nicht so ganz viel. Okay, 7. Dann muss das doch unser Anspruch sein. Dann sage ich an dieser Stelle wieder, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Natürlich nur für die YouTube-Leute. Im Stream geht es natürlich weiter. Und ja, dann... Bis dann und auf Wiedersehen.